und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mit einem Auspackvideo oder Unboxing auch genannt. Und zwar habe ich ja jetzt nun aus dem neuen Jahreskatalog von Stampin' Up alles bestellen können, was mir gefällt. Ich werde ja oft gefragt, ob ich alles bestelle oder ob ich auch Sachen bestelle, die mir nicht gefallen. Ich bestelle nur das, was mir gefällt, was mich in dem Moment jetzt sozusagen anspricht. Es gibt halt so Stempelsets zum Beispiel, wo ich mir denke, nee, ist nicht so mein Fall. Und dann nach einem halben Jahr sehe ich dann ein Projekt und denke so, boah, musst du haben, unbedingt sofort, lebensnotwendig. Also das verschiebt sich dann das Jahr über auch nochmal so der Geschmack. Aber im Moment habe ich halt das bestellt, was mir gefällt. Ich habe jetzt auch die ganzen Post-its entfernt, weil es waren doch einige. Und habe jetzt so kleine Tabs reingemacht. Das heißt, ich kann dann auch schnell Sachen wiederfinden. Das ist manchmal ganz praktisch. Ja, und jetzt wollte ich halt mit euch mal die Sachen anschauen, weil manche Dinge sind halt in bewegten Bildern besser vorstellbar und besser erkennbar, gerade auch bei den Designerpapieren. Mit was fangen wir an? Also ich habe hier die Box, die Stanzbox exquisite Etiketten. Das ist so eine schöne große Metallbox. Die habe ich schon gesehen auf dem Event von Stampin' Up. So groß ist die. Also schöne große Keksdose. Ein schönes Blumenmuster. Gucken wir mal rein. Und das ist dann drin. Und zwar sind hier so Stampin' Spots drin in Grapefruit und Marineblau. Hier ein Stempelset. Kann man das gut erkennen. Also das sieht man auch im Katalog nochmal. Gibt es auch in Deutsch. Verschiedene Anlässe. Und diese Etikettenstanze. Die gibt es auch nur in diesem Set. Also die kann man so nicht kaufen. Glaube ich. Also eine schöne große Box. Da kann man dann halt irgendwelche Sachen reintun oder sogar gebastelte Sachen. Zum Verstauen oder zum irgendwas verschenken. Dann haben wir hier ein Kartenset, liebes Dankeschön. Ein schönes neutrales Muster. Prall gefüllt. Hier ist Stampin' Spot in Schwarz. Hier ist auch nochmal so ein Stempelset. Sehr schön, ist ja jetzt gerade voll Mode, dieses Handlettering. Guck mal hier noch rein. So, da haben wir hier so ein Kupferband. Das ist ganz, ganz cool, sehe ich gerade. Also das ist ja so dick und halt gezwirbelt. Aber die kann man dann auch einzeln nehmen. Die Kamera kann das gut darstellen. Also man kann das auch einzeln nehmen und als Highlight unter einem Schriftzug oder so. Genau, und das ist hier die Kartenideen, die damit gemacht werden können, das sind 4 Stück. Voll meins. So Aquarell-Look und dann diese Sukkulenten. Sind Block drin. Dann hier Dimensionals. Die Texte sind dann hier. Das sind Aufkleber. Sehr gut. Umschläge.
Also hier ganz viele Umschläge, die sogar innen bedruckt sind. Dann haben wir hier diese Blümchen. Das sind aber nicht selbstklebend. Die muss man dann mit den Dimensionals draufkleben. Aber so schön. Dann haben wir hier die Kartenrohlinge. Schon mit Hintergrund bedruckt. Dann haben wir Perlen. Und hier sind dann nochmal so... Das sind auch Aufkleber. Jawohl. So, das sind auch nochmal Grundkarten. Die sind komplett bedruckt. Und hier, das sind auch Aufkleber. Also einmal ein rosa. Hier ist dann rosa und grün gemischt. Und dann noch so Etiketten halt. Texte draufstempeln kann, so wie hier. Also, schönes Kartenset für... Steht das irgendwo? Für bis zu 20 Karten kann man damit machen. Also kann man gut in Vorproduktion gehen. Halt, mit rein. Vorbereiten. So. Dann haben wir hier Magnete für den Stamparatus. Ich hatte ja schon in dem Video mit dem Stamparatus schon erzählt, dass ihr ganz sehr arg aufpassen müsst, wenn ihr die, also dass ihr die Magnete nicht nebeneinander legt, weil die unheimlich mit einer unheimlichen Kraft zusammenknallen könnten und dann zersplittern. Die sind hier geschützt in so einer Box. Und dazwischen ist dann auch nochmal so ein Styropor-Zeug, Schaumstoffzeug, dass man die halt auseinanderkriegt. Die lasse ich hier drin. Falls mal was ist, habe ich dann eben gleich Ersatz. Also Gott sei Dank gibt es halt Ersatz, weil schon bei einigen gesehen, dass die kaputt gegangen sind. Passiert. Also das ist, kann man leider nicht immer vermeiden. So, hier haben wir ein Kartensortiment, Erinnerungen mehr auf Tour. Ist auch ein schönes Set, also mit Stempelset und kleine Aufkleber und Designerpapier, also auch ganz toll. Für die, die gerne unterwegs halt so ein Midori machen oder ein Reisetagebuch. Dann haben wir hier Karten. Das ist geprägt. Also das ist so, ja, kann man gut erkennen. Das sind zwei Sonne. Dann haben wir hier mit Pünktchen. Genau, und dann halt so normale Karten. Ja. Schöne große Mischung dabei. Auch die Farb. Kombi, die gefällt mir ganz gut. Hätte ich jetzt so nie gewählt, aber passt. Hier ist auch nochmal geprägt. Merke ich. Das sind so Streifen. Dann hier die Karten. Und das sind Aufkleber. Haben wir zwei Bögen. Und hier auch nochmal Aufkleber und große Karten. Ich find's gut. Gefällt mir. Dann habe ich ganze zwei Bänder gekauft. Wie ihr vielleicht schon festgestellt habt oder gesehen habt oder wenn ihr euch die letzten Projekte anschaut über die letzten Monate, ich verwende sehr, sehr wenig Bänder. Ich weiß nicht warum, weil die Bänder eigentlich wirklich sehr schön sind. Aber keine Ahnung, es passt immer irgendwie nie oder ich denke nie dran. Also das höchste der Gefühle sind halt hier das Weiße und das Leinfaden
Gedöns. Das ist das Einzige, irgendwie, was ich verwende. Die sind jetzt ganz schön für so große Geschenke. Einfach so ein breiteres Geschenkband drum. Fand ich jetzt ganz nett. Also mehr habe ich nicht bestellt von den Bändern. Hier haben wir selbstklebende Pailletten. Genau. Pastellfarben. Also schöne Embellishments. Dann haben wir hier Lackakzente mit Glitzereffekten. Schöne Sommerfarben, finde ich. Also so eine schöne, ja, toll. Glitzern. Was ich auch sehr hübsch finde, sind diese roten Glitzersteine. Man könnte sie natürlich auch die normalen mit unseren Stampin' Blends anmalen. Aber wenn sie schon fertig gibt, ist auch schön. Also gerade für Weihnachten dann kann ich mir die sehr gut vorstellen. Die finde ich mal richtig mega klasse. Und zwar nennen die sich Funkelstern-Pailletten. Ist auch selbstklebend. Ich hole sie mal raus. Nochmal eingepackt. Alles seine Ordnung haben. Da haben wir hier silberne. Der war zu viel. Also wie man sieht hier, die Dinger sind voll und hat sich einer verirrt. Und die sind toll. Das sind kleine und große und die schimmern. Je nach Lichteinfall so perlmuttmäßig. Oh, toll. Also in allen Farben. Und die sind flächig mit Kleber. So, tun wir das weg. Packe ich nachher wieder ein. Dann haben wir hier sandfarbene Kissenschachteln. Also Pillowboxen, ne? Kennen wir ja alle. 10 Stück. Und so schönes, neutrales, gepunktetes Muster. Sind auch vorgefalzt. Ich messe jetzt mal eine aus. So, die haben wir. Also ca. 7 mal ca. ja, 12, 7 oder so. So groß sind die Boxen. Dann sind das hier die Aufkleber, die ich gerade meinte, von denen passend zu den Kartenset. Sind so, steht das drauf? Die sind so ein bisschen 3D, so erhaben. Die haben auch einen Namen, komme ich jetzt gerade nicht drauf. So verschiedene, also die haben hier so ein, also die sind so halbrund spürbar. Sehr schön. Dann haben wir hier neue Aufkleber in Kupfer. Das sind auch sehr schön. Ich habe alles, was ich hier auspacke, noch nicht live gesehen. Also noch nicht ausgepackt. Das mache ich wirklich jetzt mit euch. Hier sind jeweils 2 Muster. Haben wir denn hier Papier? Moment. So, kann man das besser erkennen. Einmal mit den Schmetterlingen. Also jeweils 2-mal von denen. Und dann hier so zum Kranz. Das ist auch ausgestanzt. Also kann man schön abziehen und als Aufkleber verwenden. Cool. Passt gut. Wird wahrscheinlich gut passen für mein Bucho Bullet Journaling. Dann haben wir hier Prägefolder. Ich habe hier einmal, das ist Struktur, Tapete, glaube ich heißt das.
Das sind diese dicken Folder. Dann habe ich mir noch die Pailletten bestellt. Ich glaube, die ist aber nicht neu. Und die ist aus Schienen. Die sind so edles Muster. So ein 3D-Effekt macht. Dann haben wir jetzt neu Prägepulver in Schwarz. Da werde ich dann mal in Zukunft mal probieren mit Aquarell. Vielleicht, dass eine schwarze Outline auch gar nicht so schlecht sein kann. Finde ich sehr gut zum Ausprobieren. Dann haben wir hier die Stanzform. Die Buchstaben habe ich hier. Dann das Seeufer. Nee, unter dem Meer. Ist auch schön mit der Krake. Also hier bei den Stanzformen und den Stempeln, wenn es mir gefällt, nehme ich halt das Set, weil ne, mit 10% Angebot ist das ganz gut. Wenn mir jetzt das Stempelset nicht gefällt und aber die Stanzen, nehme ich dann nur die Stanzen. Also ich kaufe dann wirklich nicht das Set, weil es nimmt unnötig Platz weg und warum soll ich jetzt 30 Euro mehr ausgeben, wenn es mir nicht gefällt. Genauso ist, wenn mir das Stempelset gefällt, wo ich denke, ich kann es aber mit der Hand ausschneiden, zur Not, wenn ich es ausgeschnitten haben möchte, dann kaufe ich mir halt nur das Stempelset und nicht die Stanzen noch dazu. Also so kaufe ich ein. Absoluter Favorite neben das ist hier tierisch gute Freunde mit dem Känguru, habt ihr bestimmt auch schon öfters gesehen, gab es im Vorverkauf. Das ist auch sehr edel, finde ich hier, die Blumenform. Neben dem, wo ist denn das andere? Habe ich schon eins. Hier sind ja auch noch mehr. Moment. Hier haben wir eins, das ist auch schön mit dem Schmetterling. Bei dem zum Beispiel habe ich nur das Stanzenset bestellt, weil mir der Schmetterling so gut gefällt und das so für den Hintergrund, gerade für Hochzeitskarten. Nee. Also dieses Waldding da, das ist auch noch neu. Also das mit den Bäumen, das hier, Kraft der Natur. Das steht ganz, ganz oben auf meiner Favoritenliste mit den passenden Frames dazu, weil ich mag diese Blätterstanzen unheimlich gern. Und das ist dann dicht gefolgt, weil das passt halt einfach auch dazu, zu diesem Wald, Natur, Kraft der Natur heißt. mit Monstera-Blatt. Und hier so für den Hintergrund, also auch sehr schön. Genau, das sind meine Stanzformen, die ich mir dazu bestellt habe. Dann hier Handstanzen. Finde ich sehr süß. Gerade so für Babys oder Sterne braucht man sowieso immer. Und ich finde, manchmal sind Handstanzen besser. Gerade wenn man so kleine Sachen braucht, dann ist man schneller durchgestanzt als wie mit der Big Shot. Und das Hasenset wird sicher nächstes Jahr zu Ostern der Renner werden. Also ich finde die Form total süß. Hier haben wir das Elefantenset, passend zu der Stanze. Genau. Und hier ist das Hasenset, passend zu der Handstanze. Also wird hier als Babyset angeboten. Das war so lieb von dir, Geburtstag, kleine Hasenfüße bringen liebe Grüße und willkommen, kleiner Schatz. Also Geburtstag und hab dich lieb und so. Da kommt bestimmt noch was zu Ostern nächstes Jahr, also im Frühjahrskatalog. Und das Stempelset gehört zu der Stanze. Finde ich auch unheimlich schönes Set, unheimlich schönes Papier gibt es dazu. Da werde ich auch einiges wahrscheinlich in Aquarell machen. Wenn ihr bestellt und eure Sachen bekommt, immer testen.
Also nicht auspacken ab ins Regal, sondern stanzt einmal durch, guckt, ob die Stanze funktioniert. Genauso bei den Stempeln. Gucken, sind alle drin, ist auch das Richtige drin, weil dann kannst du das noch alles umtauschen. Weil wenn du dann erst nach einem Jahr oder so merkst, die Stanze geht gar nicht oder das Stempelset ist ja falsch, kann man das nicht mehr umtauschen. Deswegen immer kontrollieren, ganz wichtig. Ja, Stempelsets wird jetzt zu lang, da jetzt noch explizit drauf einzugehen. Da werdet ihr dann sowieso sehen, wenn ich dann Projekte mache, welche Stempelsets dann verwendet werden. Auch sehr, sehr, sehr schön. Gefällt mir gut. Gibt es auch passende Stanzformen dazu für die Big Shot. Das finde ich unheimlich süß. Kann man gut kolorieren, die Mäuse auch. Oder man stempelt sich halt die Farben rein. Weihnachtsset. Kommt ja immer so plötzlich. Finde ich auch schön. Das soll eigentlich ein Apfel sein. In drei Schritten. Stempeln, aber ich habe das gesehen, habe gedacht, Mensch, da könntest du auch eine Weltkugel draus machen, zum Beispiel so eine Aquarell-Weltkugel. Mal gucken. Genau. Auch schön zum Kolorieren. Ja, und dann die Buchstaben. Bei dem Set finde ich jetzt die Schrift nicht so prall, aber Die Form finde ich dafür schön. Dann haben wir die noch. Hier ist dann die Krake zu dem Set vorhin. Ich baue bis oben hin. Hier wieder ein neues Set mit kleine Grüße für verschiedene Anlässe, finde ich sehr gut. Gibt's, also das ist ja zweigeteilt. Also das wirklich für alles was drin. Ja, bin gleich oben an der Kamera. Tja, und dann muss ich erstmal mein Regal ausräumen, dass diese Sets Platz haben. Genau. So, und jetzt kommen wir zu dem Papier. Das finde ich ja eigentlich am wichtigsten. Das sind jetzt die kleinen Blöcke. Das hätte ich gerne in groß. Aber ich weiß, wir sind hier nicht bei Wünsch dir was. Das sind diese 15x15 Blöcke. Passend zu diesen mit dem Monsterer, ne, so hellgrün, dunkelgrün, rosa ist hier so der Farbmix drin. Ich denke mal, ich werde die Tage dann noch ein Papier-Share anbieten, also ein Papiermusterpaket. Das heißt, da wird dann von jedem Designerpapier aus dem neuen Katalog wird ein Blatt in 15x15 cm Größe, werde ich dann so ein Set zusammenschnüren und werde das dann anbieten. Also wer sich nicht entscheiden kann oder das lieber gerne mal in Natura sehen möchte, der, für den ist das vielleicht was. Also der wird es dann hier, oh, es sind so viele Designs, toll. Für den wird es dann vielleicht schon interessant sein. Und da wird es dann, das haben wir dann schon. Also so viele Designs gibt es dann zu dem Set. Wird es dann zwei Set-Angebote geben. Und zwar einmal mit den gemusterten Designerpapieren, also mit denen hier. Das ist jetzt gewesen. Traumhaft tropisch. Und ein Set, wo die Farbfamilienmuster drin sind. Hier haben wir jetzt Gartenimpressionen.
sind die Farben drin und Muster. Das knallt. Kommt bestimmt gut im Herbst. Das hört gar nicht auf. Also die kleinen Pakete, die kleinen Papierpakete sind echt prall gefüllt. Ganz, ganz gut. Und das letzte. Wahnsinn, oder? So. Dann haben wir hier, ich mache jetzt mal so ein, was sind das? Das sind jetzt die Pastellfarben. Hier mit Pünktchen und Streifen und dann nochmal andere Pünktchen und andere Streifen. Also das ist eher so ein gedeckteres Weiß und das ist halt eher so ein richtiges Weiß. Ja, und das haben wir hier dann in den Farben von der Farbfamilie halt, ne? Also echt schön. Ich finde das halt auch schön, dass das mal nicht immer so knallig weiß ist, sondern dass das wieder so ein eher so ein verwaschene Farbe ist. Finde ich sehr gut. Genau, und das sind halt die, das sind ja die Incolor jeweils. Dann haben wir hier die neutralen, die Prachtfarben und die Signalfarben. Das sind die. Und das wird halt dann auch ein Paket sein. Also von denen hier jeweils ein Muster. Dann haben wir hier die Pergament, der Designer Pergament Fantasy aus Glas, passend für diesen Stempelset. Und zwar ist das so ein Muster. Das ist auch schön. Mit Blümchen. Man kann die kolorieren mit Blends und Aquarell. Das einzige Problem bei Aquarell ist, dass sich das Pergament ein bisschen wellt. Also da sollte man nicht zu nass arbeiten. Und ich weiß nicht, ob die Kamera das einfangen kann. Hier ist so ein bisschen das Schwarze so erhabener drauf. Also man spürt die Linien, was ich ganz gut finde, weil die Farbe dann nicht ausbluten kann und nicht übertritt. Finde ich ganz gut. Also sollte dann auch auf dieser Seite kolorieren, wo man das Schwarz halt kräftiger sieht. Ja, oder ihr malt es halt hinten komplett drüber, wenn ihr das halt komplett in einer Farbe haben wollt. Geht natürlich auch. Aber wenn ihr einzelne ausmalt, dann macht es halt auf der Seite, wo ihr diese Linien spürt. So, und dann kommen wir schon zu den großen Papieren. Ich lege es mal jetzt hier hin. Wir haben jetzt neues Glitzerpapier, werdet ihr euch sicherlich gewundert haben. Das ist insofern neu, weil das jetzt ein bisschen dünner ist. Gut halt, wenn man mit Handstanzen arbeitet und da ist auch nicht mehr ganz so eine Beschichtung, so eine glatte Beschichtung hinten drauf. Also ziemlich gut zum Verarbeiten sozusagen. Da sind auch wieder zwei Blatt drin. Hier haben wir halt das Gold. Hier ist das irisierend. Und sehr schön. Freue ich mich schon auf Weihnachten. Ja, Silber. Und rosa. Also wirklich sehr schöne Glitzerpapier und in groß. Finde ich richtig toll. Das ist das Designerpapier geteilte Leidenschaft. Das kostet im Katalog irgendwas um die 30 Euro. Da werden sicherlich einige
geschluckt haben. Designerpapier. Und zwar das hier, genau, 32,75. Ist aber auch voller als die anderen Pakete. Also es ist zum einen, es ist ein besonderes Papier. Es hat hier so eine Beschichtung, so eine Glanzbeschichtung. Und das sind aber eben mehr Blatt drin, vierer von jedem Design. Bei dem anderen sind ja immer nur zwei. Also kann man wunderbar viele, viele Schachteln, Boxen und Karten machen. Ich finde es richtig hübsch mit dieser Beschichtung. Hier ist jetzt keine. Hier ist wieder eine. Und es ist auch spürbar stabiler Karton. Also man kann da echt gute Verpackungen machen. So nochmal die Beschichtung. Hier mit Schrift und Blümchenmuster. Genau. Hier ist nochmal ein Muster und auch nochmal so eine Beschichtung in Blau. Sehr hübsch. Dann haben wir hier Designerpapier Broadway. Ist auch so eine Beschichtung in Gold. Es sind zwei Blatt drin. Und hinten, das ist grau mit weißen Pünktchen. Auch sehr schön. Dann haben wir hier nochmal Gold mit Sternchen und grün, weiß. Also das ist schon so ein Apfelgrün. Hier ist auch noch eine Goldbeschichtung. Oh, ein Traum. Ein Traum. Und Geburtstagskuchen. Toll. Und Partyhütchen. Dann haben wir Streifen. Und Ballons. Kerzen. Bestimmt auch cool zum einzeln ausschneiden. Genau. Das ist das Set. Designerpapier Teestube. Dann mehr Blümchen. Fliegen. das ist sehr dünn. Also für Verpackung vielleicht eher nichts. Haben auch Blümchen in Blau und hier in Gelb. Hat man das gerade? Das ist dann die andere Seite. Hier haben wir noch Schmetterlinge. Das sind Löffel. Früchte. Genau, und dann wiederholt sich es ja wieder. Also das ist die Teestube. Die ganzen großen Papiere schneide ich dann auch klein in 15x15 und die sind dann eben auch in dem Papierschere mit dabei. Achso, das ist jetzt Designerpapier auf Tour. Also so ein ganzes Set ist das mit den passenden hier Aufklebern und Stempelset. Das sind Fahrräder. Dann Flugzeuge. Und so Straßenkarten.
kann man auch schön einzeln ausschneiden. Und so Positionsmarkierungen und kariert. Genau. Das ist jetzt Traum vom Meer. Das ist auch so eine ganze Serie mit Stempelset und Stanzform. Hat alles irgendwas. So ein bisschen wie Holzoptik. Auch schön. Hätte ich mir jetzt so auch nicht gekauft, wenn ich es jetzt nicht eh schon zum Zeigen da hätte. Aber wenn man das, die Sachen live sieht, ist das echt nochmal was anderes. Das Set mag ich auch gern. Das ist das Blütenpracht, weil das so was von Vintage hat, von früher Poesiealben. Also da mochte ich schon die Blümchen und so und deswegen habe ich es mir dann doch gekauft. Also es ist schon sehr altbacken, also gebe ich zu, aber irgendwie trotzdem gefällt es mir. Schön, bisschen Bouquet-Effekt. Das knallt. Mir gefällt's. Hier haben wir so Rahmen. Auch klasse. Muss man natürlich selber ausschneiden, ne? Also die sind nicht vorgestanzt. Das ist so, ja, so wie so ein bisschen Kupferton. Oder auch so ein belichtetes Lederoptik. Also. Das können sie ruhig vorstanzen. Das Ausschneiden wird nicht so einfach sein. Aber trotzdem schön. Also mir gefällt's. Ich habe schon andere Stöhnen gehört. Wie gesagt, nee, das geht gar nicht. Mir gefällt's. So ein bisschen Marmoreffekt. Ich find's cool. Noch mehr Marmor. Toll. Mir gefällt's. Mal gucken, was ich damit mache. Außer streicheln. Das ist auch so ein Favorit von sehr vielen. Passend eben zu dem Känguru-Set und dem Nashorn. Schön für Babykarten. Schönes Muster. Hier dann nochmal ein klein. Hier noch die Zweige und noch kleine Blätter. Das ist so ein Chevron-Muster in Apfelgrün. Hier haben wir dann so Vögelchen und Blätter. Sehr schön. Finde ich gut. Hihi. Kann ich mir gut als Album, also als Babyalbum vorstellen. Das ist einfach nur so ein Muster. Krokodile. Und nochmal ein Muster. Also auch sehr, sehr hübsch. Für Alben, für Hintergründe. Das ist passend zu dem Set Kraft der Natur. Wunderschön. Ich habe das auch live gesehen bei der Veranstaltung. Gut, die Rückseiten gefallen mir jetzt nicht so unter uns. Aber ich finde diese Blätter halt schön. Toll. Das hätte ich noch gerne als Stempel. Vielleicht kommt es ja noch. Gut.
das ist jetzt nicht so mein Fall. So Ton in Ton lila ist nicht so mein Fall. Grün und noch Streifen. Jetzt haben wir Weihnachtspapier. Habe ich eben auch schon mitbestellt, weil das ja mit in das Share-Paket mit reinkommt. Ja. Schon heftig, oder? Ja, für Verpackung ist es nett. Für Karten finde ich es jetzt ein bisschen knallig. Und Rentiere. Jetzt kommt wieder Favorit. Absolut wunderschön, weil es mal nicht so knallig ist, weil es mal wirklich schön ein bisschen gedeckter ist. Schöne Farbkombi auch, dieses rosa, grün, blau, braun, dunkelblau. Guckt euch das doch mal an. Ist das nicht schön? So Sternbilder in Sternen, Herz, Mond. Toll. Toll. Ich könnte gerade hier im Kreis tanzen. Ich sag's euch. Das ist so schön. Da werde ich mir wieder einen Vorrat anlegen. 2, 3 Stück zum Streicheln. 1 eventuell zum Verbasteln. Toll. Toll. Das sind so Sterne drauf. Das ist so ein Lindgrün. Pünktchen. Dann die Sternbilder in Blau. Also für Junge und Mädchen. Hier haben wir dann hier so ein gestreiftes Muster. Toll, toll. So, und dann haben wir hier dieses lasergeschnittene Papier. Das ist sehr filigran. Und es wird hier in 2 Papphälften, also in Pappen dazwischen geliefert, dass das nicht kaputt geht. Wir haben dann, die sind dann geteilt, so ein Bogen, und da liegt dann immer so ein Seitenglanzpapier dazwischen, dass die sich nicht verhaken untereinander. Das ist jetzt die eine Seite. Da müsst ihr halt wirklich vorsichtig mit sein und eins mit dem Seitenpapier abheben und dann könnt ihr das verarbeiten. Da haben wir hier so Bordüren und das sind so einzelne für Kartenhintergründe oder was auch immer oder für Verpackung, für den Deckel oben drauf. Hier haben wir dann auch nochmal so eine Bordüre. Oder ihr nehmt es wie ich als Schablone und geht es da mit Farbe drüber. Geht genauso. So, und da haben wir jetzt 4 Blätter von dem hier. Jetzt drehe ich das rum. Und nochmal 4 Blätter von denen hier. Moment. Und zwar so einen richtigen 12x12 Bogen. Ich hoffe, man kann das ein bisschen erkennen. Ja, genau. Moment. Alles seine Ordnung haben. So. So ein 12x12 Bogen kann man als Hintergrund nehmen. Man kann die Blüten einzeln ausschneiden. Genauso kann man die auch mit Schwämmchen einfärben. Also für Hochzeitskarten. Man kann die eben auch als Kartenhintergrund nehmen oder als großes 12 Zoll Bild für die Wand. Also da sind auch keine Grenzen gesetzt.
Genau. So. Das war's dann schon endlich. Dieses Papier, dieses filigrane Papier, das kommt nicht mit in dieses Share-Paket, habe ich beschlossen, weil das Große kann man zwar noch eventuell noch zurechtschneiden, was aber echt schwierig macht. Also das jetzt zu vierteln ist nicht so, also ist bestimmt ganz einfach mit meinem Hebelschneider, aber ist vielleicht nicht so günstig dann und dann fallen die vielleicht auseinander und so. Und bei dem anderen, auf der anderen Seite, da kann man noch weniger vierteln, bei denen ja. Deswegen wird das nicht mit dabei sein. Also das müsst ihr euch dann dazu kaufen, wenn ihr das wollt. Ja, und ich habe natürlich auch die neuen Stempelkissen bestellt. Ich blende jetzt gerade mal ein Foto ein. Wie man sehen kann, ich habe jetzt mir doch alle Farben geholt, weil ich oft sehr oft gefragt worden bin, ob ich die alle austausche. Und habe dann mir gesagt, nee, ich tausche nur die aktuellen, die neuen Farben aus. Also kaufe ich mir dazu. Und dann habe ich mir gedacht, nee, ich tausche die komplett aus, weil ich will nicht dieses Hin und Her, denn die einen Stempelkissen machen wir so auf und die anderen so. Und ich will mich halt einmal umgewöhnen und deswegen habe ich jetzt wirklich komplett alle nochmal mir nachgekauft. Und wie man sehen kann, sehen die auch wunderschön aus in meinem Regal. Und ich kann auch wunderbar an die untersten Stempelkissen, ich brauche nur mit dem Finger einmal hochheben, dadurch, dass die Nasen nicht so tief reingehen, die da dran sind. Ich hatte das ja schon mal in dem Video vorgestellt. Hängen die halt nicht in den Stempelkissen drunter und drüber drin. Das heißt, ich kann die wunderbar rausziehen. Mir kracht da nichts ein oder verrutscht irgendwas oder so. Also ich komme da wunderbar mit zurecht. So, genau. Das war jetzt mein kleines Unboxing. Im Grunde ja, sind es halt viele Stempelsets und viele Stanzformen, aber sonst habe ich mich schon so recht zurückgehalten. Ich bin da nicht so der große Einkäufer. Ich mache das halt sowieso dann nach und nach. Das sind jetzt erstmal so die Sachen gewesen, die ich jetzt unbedingt brauche, weil die wirklich lebensnotwendig sind, ohne die ich nicht leben kann. Und kennen wir alle. Genau. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Also ein bisschen was jetzt genauer sehen können. Und begünstigt eure Entscheidung in welche Richtung auch immer. Wenn ihr zu irgendwas noch Fragen habt, Maße wissen wollt oder sonstiges, dann meldet euch bitte in den Kommentaren. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag und einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Tschüss!